Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben heute ein Thema am Programm und das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen, dass diese Meditation jetzt so verstanden wird wie, ja okay, er predigt das Wasser und trinkt den Wein. Aber es geht heute darum, das Bewusstsein, das Körperbewusstsein darauf einzustellen und fein zu stimmen, dass man einfach vom Unterbewusstsein und von der Intelligenz des Körpers her die richtigen Nahrungsmittel zu sich nimmt. Und da gibt es eine ganz schöne Meditation und die möchte ich heute mit dir machen. Weil Leute, die Probleme mit dem Gewicht haben oder Probleme einfach so ein bisschen körperbewusster ja, zu leben, einen Lebenswandel, der den Körper mehr mit einbezieht, zu führen, die haben ja oft dieses Gespür zum Körper nicht so. Und das ist ja auch ganz spannend, weil das sind oft Leute, die sich mit, ja, das kann sein, dass das sind dann Leute, die oft sehr fantasiebegabt sind oder die viel lesen oder die sich viel mit Sprache auseinandersetzen, also auch viel mit geistigen Themen auseinandersetzen, wo das Körperliche einfach ein bisschen nach hinten gereiht wird. Ja, das sind auch oft einmal dann Leute, die in der Kindheit vielleicht auch kranker waren, ja, oder denen es nicht so gut gegangen ist. Oder man hat einmal gelernt in der Kindheit, dass man mit Schokolade belohnt wird für etwas, also dass Essen eine Belohnung ist oder einfach eine Lust ist, was es jetzt rein vom Rationellen her nicht ist. Das heißt, rationell ist es ja einfach ein Treibstoff, dass dein Körper optimal funktioniert. Das wissen wir beim Auto auch. Also welches Öl, welche Benzin gehört da rein für den Motor, der am besten passt. Und eigentlich sollte ja Ernährung auch ein bisschen entemotionalisiert werden. Aber gerade in unserer Zeit, wo natürlich ganz viel über die Emotion Nahrung beworben wird, die Werbung funktioniert ja eigentlich nur über so emotionale Trigger, haben wir so das Gefühl, dass Glück durch Zucker erzeugt wird oder der Zufriedenheit durch gewisse Lebensmittel erzeugt wird, die vielleicht gar nicht so ideal sind. Aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, das ist jetzt das Gute oder das Schlechte, sondern es geht darum zu sagen, was ist für mich, für meinen Körper, für meinen Metabolismus, für meinen Typ eigentlich die optimale Ernährung. Und da geht es darum, diese Lust wieder zu entkoppeln von der Ernährung und mehr dem Grundgespür, diesem Urwissen des Körpers zu vertrauen, der ja dann weiß, was tut dir gut, was tut dir vielleicht nicht so gut. Und wenn wir es womöglich nicht gelernt haben, weil wir womöglich gleich in der Kindheit durch zuckerhältige Babypreise oder sonst was einfach schon ein bisschen eigentlich in eine andere Richtung gedrängt wurden, dann werden wir auch während dieser Meditation, das wird jetzt auch ganz spannend sein, uns einfach mal mit diesem Urplan, diesem Urwissen verbinden und schauen, dass das mehr aktiviert wird, dass wir eben mehr darauf hören, wann bin ich satt, wann habe ich Hunger, also Sättigungshungergefühl und welche Nahrungsmittel passen am besten zu mir. Und das wollen wir heute bei dieser Meditation uns bewusst machen und auch mal aktivieren. Gut, dann gehen wir es jetzt mal an. Noch ganz kurz zum Urwissen. Urwissen kannst du dir so vorstellen, das ist so ein, das ist so das Bild, die Vorstellung von diesem Grundplan, wie eine Schöpfung optimal funktioniert, also wie etwas im Grunde am besten läuft. Ja, wie wenn man für den Führerschein lernt und da alles optimal lernt, so sollst du dich beim Autofahren verhalten, diese Regeln alle zu beachten, was man ja dann, wenn man länger fährt, eher unbewusst macht. Und genau so sollte es ja dann auch sein bei der Ernährung. Und deshalb kann dieses Urwissen, dieser Urplan einfach noch einmal so diese Manipulationsprogramme, die uns womöglich Werbung, Gesellschaft oder auch unser Lebenswandel, wo wir uns selber manipulieren, uns reingesetzt haben, einfach mal lösen. Gut, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei dieser Reise. Du kannst jetzt mal deine Augen schließen und einfach mal so tief einatmen.
und wieder aus. Und tief einatmen. Und wieder aus. Mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und wirst ruhiger und gelassener. Und vor allem deine Beine werden schwer, angenehm schwer und sinken immer tiefer und stabiler in den Boden. Sodass deine Beine wie die Wurzeln eines alten, stabilen Baumes sind. Also du kannst dir vorstellen, dass deine Fußsohlen richtig mit der Erde verwurzelt sind und dass diese tiefen Wurzeln sich ganz tief und sicher in den Schoß von Mutter Erde verwurzeln und eingraben. Du spürst eine tiefe Stabilität und ein tiefes Urvertrauen. Und während deine Wurzeln sich immer tiefer in die Erde hineingraben, immer sicherer werden, sich wieder verzweigen und dir noch mehr Stabilität bieten, wächst auch dein Oberkörper, dein Stamm, wenn du so möchtest. Und aus dir heraus wachsen unzählige feinstoffliche Kanäle, die fast wie die Krone und die Äste eines großen Laubbaumes sind. Also rund um dich herum entfaltest du dich, unten in die Erde hinein. In der Mitte ist dein Stamm und nach oben hin entfaltest du deine Baumkrone und unzählige Blätter. Und diese Blätter spüren den Wind, spüren die Sonne, spüren den Regen und nehmen aus dem Umfeld, aus der Umwelt alles auf, was du als Baum brauchst, um optimal versorgt und genährt zu sein. Du machst dir in dieser Position, in der du bist, gar keine Gedanken über Ernährung, denn das läuft ganz automatisch. Es läuft über das Sonnenlicht. Es läuft über das Wasser, das du über deine Wurzeln aufnimmst, die Nährstoffe, die du aus der Erde bekommst. Und das ist genau das richtige Maß, nicht zu viel, nicht zu wenig, es ist das optimale Maß. Deine Blätter nehmen Nahrung auf. Deine Wurzeln nehmen Nährstoffe auf. Und dabei gibt es keinerlei Emotion oder Sehnsucht nach etwas, sondern einfach nur das Gespür für diese Natürlichkeit. Und die Dankbarkeit. Und du bleibst jetzt in dieser Energie, in dieser optimalen Versorgung.
Und während du diese Kraft, diese Stabilität und auch diese Geduld und Ausdauer dieses Baumes spürst, lösen sich jetzt aus dir deine menschlichen Konzepte und auch Ideen, was Nahrung betrifft und was auch deinen Körper betrifft. Alle künstlichen Manipulationsenergien, die über Werbung erzeugt wurden, die über dein Familiensystem erzeugt wurden, die von der Industrie oder der Wirtschaft erzeugt wurden. All diese Süchte und Lüste werden jetzt transformiert. Dein Körper reinigt sich und auch dein Geist reinigt sich. Und du spürst diese Energie, wie sie durch dich fließt, wie diese Verklebungen und womöglich fehlgeleiteten Vorgänge in deinem Körper sich lösen. Vor allem das Zusammenspiel deines Verdauungstraktes. Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Leber, Milz. All das darf sich jetzt reinigen und es löst sich ab. Alle Schadstoffe, alle Süchte, also alle Lebensmittelsüchte lösen sich jetzt raus. Du vertraust ganz auf deine innere Stabilität, dein Wesen in dieser natürlichen Baumgestalt. Und sämtliche Manipulationen lösen sich raus. Das können ganze Lebensmittelmarken sein oder Kategorien. Du erlaubst jetzt diese Reinigung. Nun wird dieses Lösen von Manipulationswellen nochmal unterstützt durch eine tiefe Transformation, ein tiefes violettes Licht, das von deinem Scheitel durch deinen ganzen Körper fließt. Vor allem nochmal Hals, Herzgegend, Bauchgegend, Beckengegend. Bis runter ins Wurzelchakra, bis es in die Erde fließt. Und dieses Licht ist das Lösen von Manipulationsenergie aus dem Urwissen heraus. Und da wird automatisch festgestellt, was dir, was deinem Typus entspricht. Und du atmest tief ein und wieder aus.
Und erlaubst jetzt, dass diese Reinigung weiter stattfindet. Und es fließt jetzt auch ganz viel Mut in dich ein, diese wesentlichen Punkte in deinem Leben zu verändern und umzustellen. Dadurch schließen sich vielleicht gesellschaftliche Türen. Aber du spürst, dass du in dir klarer, reiner und auch gesünder wirst. Dass eine neue Lebenskraft in dir aktiviert wird. Dass nämlich deine Nahrung Treibstoff für deinen Körper ist und dass dieser Treibstoff in der reinsten und besten Form zu dir kommt, die genau zu dir passt. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Und nun kommt noch mal ein ganz wesentlicher Manipulationsteil, der gelöst werden möchte, nämlich woher die Lebensenergie eigentlich kommt. Und da kannst du dich jetzt auch daran erinnern, was auch so in der Bibel steht, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und deshalb ist jetzt jeglicher Werbeslogan die Basis einer guten Ernährung, die Basis für Lebenskraft, die Basis für Vitalität. Alle Lebensmittel, die dir so verkauft wurden, ob jetzt über Familienprogramme oder wirklich Marketing, wird jetzt noch einmal entfernt und deine Wurzeln können sich noch tiefer in die Erde graben. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt, dass du in dir stabiler und auch wieder klarer wirst und dass viel mehr Vitalität freigeschaltet wird. Und du bist immer noch in dieser Grundversorgung. Deine Grundversorgung ist dieses Baumbild, wo noch einmal alles zur Verfügung gestellt wird, was du benötigst. Da mangelt es an gar nichts. Das ist so die Grundversorgung. Und nun geht es um die Freude und um die Lebenslust. Und diese Lebenslust wird jetzt vom Essen entkoppelt. Und wird mal in reine Lebenskraft und Energie übersetzt. Und diese Lebenslust, Lebensfreude kannst du nun in Kreativität umsetzen und auch Inspiration.
Und wir fangen jetzt mit Inspiration und Kreativität auf der körperlichen Ebene an. Das heißt, was kann ich mit meinem Körper alles machen, was ich vielleicht noch nicht gemacht habe? Das kann eine sportliche Challenge sein, das kann ein Spaziergang sein. Es kann eine Aktivität sein, die du vielleicht noch nicht gemacht hast. Aber du wirst jetzt körperlich kreativ, sodass dein Körper zu 100% deine innere Energie ausdrücken kann. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, du bist jetzt der Marathonläufer oder die Marathonläuferin, das heißt ganz ausgemergelt und schlank. Es geht darum, welche Art Bewegung für deinen Körper am geeignetsten ist. Mit welcher Art Bewegung hast du die meiste Freude und meiste Lust? Und diese Art von Bewegung erscheint dir jetzt auch, weil das sagt dir ja dein inneres Kind. Das macht Spaß. Macht das mehr. Auf das habe ich Lust. Vielleicht ist es Schwimmen, vielleicht ist es Radfahren, vielleicht ist es Tanzen. Vielleicht ist es Wandern, vielleicht ist es auch Laufen, vielleicht ist es Seilspringen. Aber welche Art der Bewegung macht dir Freude? Und dieses Bild der Bewegung, da gibst du dir jetzt das Versprechen, dass du das innerhalb der nächsten Woche mindestens einmal machen wirst. Diese Art der Bewegung, die dir jetzt dein Unterbewusstsein auswirft, versprichst du nun, dass du während der nächsten Woche einmal machst. Und dann wirst du spüren, dass immer mehr Lust auf Bewegung, Lust auf Fitness auch kommt, Lust auf kreative Körperlichkeit. In jeder Form. Und erlaube mal, dass sich diese Freude in dir ausbreitet, dass sich diese Freude in dir aktiviert. Und während diese Freude wächst, lösen sich jetzt sämtliche Boykotte, die du gespeichert hast, sämtliche Programme. Und das sind Programme wie, für das habe ich keine Zeit, das ist zu gefährlich, das kann ich mir nicht leisten, das geht sich nicht aus. All diese Programme dürfen sich jetzt transformieren und lösen. Ich habe alle Zeit der Welt, alle Erfahrungen auf Erden zu machen, die mir entsprechen. Und du atmest dieses Bewusstsein mal tief ein. Ich habe alle Zeit der Welt, alle Erfahrungen zu machen, die mir hier auf Erden entsprechen. Und du spürst, dass du leichter wirst, dass du klarer wirst und auch vitaler. Du spürst, dass in dir etwas erwacht ist, ein Anteil wach geworden ist. Und du spürst, dass du freier wirst. Und diese Freiheit ist dein Leben. Diese Freiheit ist das Freisein von Lebensmittelabhängigkeiten, von Konzepten,
und von Einschränkungen. Und du spürst, dass eine tiefe Zufriedenheit und ein ganz tiefer Frieden in dich einfließen. Und dass dich sämtliche Müdigkeit und Erschöpfung, die von mangelnder Ernährung, falscher Ernährung, zu wenig oder zu viel Bewegung gekommen ist, dein System verlässt. Du spürst in deinem Inneren die Stärke und Stabilität dieses Baumes. Und du spürst, dass die Lust und Lebensfreude der Körperlichkeit nicht über das Essen kommt oder über das Trinken, sondern über deine Aktivitäten. Und du atmest jetzt mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und du spürst jetzt noch mal nach. Du spürst jetzt noch mal diese Stabilität und diese Klarheit. Und du spürst auch die Dankbarkeit über deine Aktivität und die Freude, die diese Aktivität bringt. Bedank dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern für die Unterstützung. Und spür nochmal diese Stabilität. Und erlaube dir jetzt, sämtliche Informationen in deinem Körper zu speichern. Und du atmest jetzt einmal tief ein und wieder aus. Und noch zweimal. Und diese Informationen manifestieren sich jetzt in deinem Leben, in deinem Energiefeld, in deinem Körper. Spür noch mal nach. Bedanke dich noch mal. Spür, dass du alles zur Verfügung hast, was du benötigst. Und bewege dann einfach mal so deinen Körper, streck dich mal durch. Beweg deine Arme und auch deine Beine ganz sanft. Beweg sie mal, dass du spürst, dass du aus dieser Stabilität, dass du da rauskommst, aus der Unbeweglichkeit der körperlichen und dass das eine innere Stabilität wird. Bedanke dich nochmal und dann atmest du nochmal tief ein und wieder aus und dann öffnest du deine Augen, spürst nochmal nach und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich entspannt, wohlgenährt, klar und in deiner Mitte. Ja, schön, dass du mitgemacht hast und bei dieser Meditation die Bilder, die da aufgetaucht sind, die merkt ihr einfach mal. Auch eben diese Lust, welche Art von Bewegung deinem inneren Kind da gefällt. Das hat jetzt so dein Unterbewusstsein ausgeworfen und der geh einfach nach oder verlass dich mal auf diesen Impuls und mach das auch, weil dann übernimmt quasi immer mehr so diese Lebensenergie, diese Lebenslust, diese Lebensfreude, auch so dieses Körperliche.
und wird von den Bildern der Ernährung abgekoppelt. Ja, das war's für heute. Wenn du Fragen hast oder Erfahrungen teilen möchtest, schreib es einfach unten in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch hier, teile das Video, abonniere den Kanal und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke und tschüss.